Hallo und willkommen bei der Steinezeit. Wir sind bei Video 176 angelangt und heute soll es um die Brücke gehen. Im kompletten Video werden wir uns anschauen, wie die Brücke gekürzt wird, nochmal ein paar Details anschauen, wie die Brücke gebaut wurde. Es gibt ja da ein ausführliches Video schon dazu, aber in Verbindung mit den Kürzen macht es wohl Sinn, sich das Ganze nochmal anzuschauen, ein paar Details für euch wieder rauszuholen. Und es ist so, dass tatsächlich wir die Brücke hier auf einer Seite um 8 Noppen kürzen werden, damit dann praktisch der Übergang für die Schienen hier drin gewährleistet ist. Es macht Sinn, jetzt in der Folge erstmal mit der Brücke weiterzumachen und nicht wie angekündigt oder jetzt vielleicht auch gedacht, hier unten erst die Auflage zu machen, weil wenn die Brücke fertig ist, weiß ich, wie ich hier unten dann auch weiterbauen kann. Es schaut dann so aus, was die Herausforderung ist bei der Brücke, wenn wir jetzt hier, ja, welche Seite nehmen, wenn wir jetzt hier die Streben um 8 Noppen rausnehmen, damit auch hier oben das Ganze alles wieder aufpasst und die Übergänge alle in Ordnung sind. Ich kann es euch hier auch auf der Seite nochmal zeigen. Ich habe hier ein Stück, so ein Einzelsteinchen reingebaut, um das Ganze hier zu verwirklichen. Und das ist jetzt die Frage, wie kann ich das Ganze realisieren, damit es auch noch aufgeht und damit auch wieder die ganzen Längen mit den Noppen auch zusammenpassen und harmonieren. Ja, ich schaue mir das Ganze jetzt mal an. Wir werden wohl wahrscheinlich vielleicht auch einiges drüben am Esstisch machen. Und ich melde mich dann mit den ersten Zwischenabständen bei euch und dann geht es in die Details rein. Ja, da bin ich jetzt mit den ersten Details zur Brücke. Ich habe jetzt das eine Seitenteil abgebaut und mal hierher gelegt. Und es kann sein, dass das Ganze ein bisschen länger wird, das Video, weil doch einiges an Infos da drin steckt bei dem Brückenbau. Und jetzt ist es so, ich habe das Ganze jetzt hier hingelegt, um einfach einmal zu zeigen, warum das denn so ausschaut, dass die Noppen nach unten gegangen sind. Also wenn wir jetzt hier die Brücke anschauen, also in die entgegengesetzte Richtung. Normalerweise sagt man ja, oh, die Noppen müssen nach oben hin und dann macht man Fliesen drauf, dann ist es schön. Hintergrund bei der ganzen Sache ist, wenn wir uns das jetzt anschauen, durch das Bauen hier mit so einem Streifen, mit Blades und Techniksteinen, die da dran sind, kriegen wir einen Bogen in die Brücke rein. Ich habe jetzt hier die Brücke mal angelegt, dann habe ich hier in die Mitte noch ein Stück reingemacht und wenn wir uns jetzt das hier angucken, dann sieht man deutlich, dass hier das Ganze nach außen weggeht und dessen Bogen entsteht. Das ist natürlich jetzt aber eine super Sache, weil durch diesen Bogen und durch das Umgekehrte schaut so aus, dass die Brücke einen Bogen bekommt und dadurch wird die ganze Brücke stabil. Wenn wir jetzt praktisch die Brücke so hinstellen, wie sie dann ist, dann macht die einen Bogen in diese Richtung. Und dadurch ist es möglich, dass die Brücke auf der Länge eben stabil bleibt und auch die Züge drüber fahren, ohne dass die entsprechend nachgibt. Das ist so ein wichtiger Punkt. Und dann habe ich das jetzt dann so gemacht, wenn ich jetzt das Seitenteil wieder anschaue. Ich habe praktisch jetzt zweimal diesen Bogen kreiert, indem ich oben und unten die Noppen nach unten habe. Und dann ist das Ganze hier mit Pins verbunden, das Ganze. Und auf der anderen Seite habe ich dann die, ich hoffe, man hat das jetzt gesehen, habe ich dann die Noppen in die richtige Richtung und dann wird es hier dran festgebaut. So schaut es praktisch jetzt aus. Also ich werde mir jetzt die zwei Seitenteile anschauen und werde die erstmal kürzen und dann melde ich mich wieder bei euch. Ja, das Seitenteil ist gekürzt, das erste. Das hat jetzt alles ganz gut geklappt mit dem Umbau. Jetzt will ich euch noch mal was zeigen. Ich will jetzt noch mal versuchen, wenn wir jetzt das Ganze uns hier so anschauen. Ich hoffe, man sieht es halbwegs. Da ist dann auch deutlich zu erkennen, wie der Bogen in der Brücke drin ist, nach oben hin. Und wenn man normal im Brückenbau drin ist oder sich das anschaut, dann ist auch jedes Brückenelement mit einem leichten Bogen versehen, um eben Stabilität reinzukriegen. Das so nur so als Zwischeninfo noch. Ja, ich habe jetzt hier oben dann einen 1x6 Stein reingemacht und hier unten hat es auch gut geklappt mit dem Austausch von den Technikstangen, die drin waren. Das Ganze ist wie gesagt 4 Noppen gekürzt und hier oben habe ich dann auch noch mal einen passenden Stein gehabt mit 1x10 und da ist das Einzelne wieder drin als Ausgleichsstück. Ich freue mich, es funktioniert. Das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, ich habe gerade ja hier wohl eine 1x2 Blade vergessen. Ich mache die andere Seite, baue das ab und dann
melde ich mich dann wieder mit dem nächsten Zwischenstand, wenn es fertig ist. Ja, das zweite Seitenteil ist jetzt auch fertig. Das liegt jetzt hier an der Seite schon dran. Und jetzt kommt das spannende Stück, das Mittelstück, was jetzt noch angepasst werden soll. So, und zwar um 8 Noppen. Jetzt vielleicht noch mal ein paar Details. Es ist relativ einfach, jetzt die Plätze wegzumachen und die Schienen hier auszutauschen. Schwierig wird es, das ganze Zeug dann wieder zusammenzubauen. Es ist so, die ganze Stabilität bei der Brücke, die entsteht jetzt durch den Zusammenbau von den Schienenstücken und den Plates, die unten drunter sind. Und ihr seht, ich habe hier lange Stücke von Trixbricks, die jetzt 32 Noppen lang sind, größtenteils verbaut, um auch eben diese Stabilität in die Brücke reinzubekommen. Und jetzt werde ich hier auf der Seite die zwei langen Stücke rausnehmen und werde dann ein 16-Noppen-Stück und ein halbes Trixbrick-Stück reinsetzen, um das wieder zusammenzubauen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Unterseite an. Hier unten drunter kann man das dann deutlich sehen, dass eben die Plates hauptsächlich durch die Schienen oben drüber gehalten werden oder gehalten werden. Und dann sind wir jetzt hier bei dem Mittelstück. Bei dem Mittelstück ist es jetzt praktisch auch so, dass dieser Bogen wieder entsteht, weil ich hier die Technikstangen verkehrt rum eingebaut habe. Und es sind dann praktisch jetzt hier vier Streifen nebeneinander. Und wenn wir unten hinschauen, Moment, also gucken, dass das nicht runterfällt. Und dann ist hier oben, da dran ist es nochmal ein Streifen. Also ich habe sechs Streifen, die dann diesen Bogen erstellen. Und wenn man jetzt das Ganze hier anguckt, ihr seht, hier geht es auf das Ganze. Das zeigt dann wieder, wie sich das Ganze verbiegt und verändert durch den Bau der ja, Zusammenbau der einzelnen Steine. Und tatsächlich wird dieser Mittelstreifen, der jetzt diesen Bogen macht, nur in der Mitte durch diese beiden Stangen jetzt wieder, die umgekehrt drin sind, festgehalten und festgemacht an der kompletten Brücke. Und der Bogen ist, wie gesagt, das Wichtigste überhaupt, damit die Stabilität gewährleistet ist und dann auch die Brücke nicht nach unten sich zu sehr durchbiegt. Ich schaue da nachher nochmal nach, in welchem Video oder welche Nummer das Video hat mit der Brücke, dann sage ich euch das nochmal. Da kann man dann auch nochmal den Detailaufbau sehen. Ich werde jetzt das mittlere Stück runter machen, werde es auch kürzen um die 8 Noppen und dann werden wir auch die äußeren Plates wegnehmen. Und dann schauen wir mal, wie wir die Aufnahme, die Lagerung von der Brücke wieder machen. Auf der einen Seite wird es so bleiben mit den vier Noppen. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt noch nicht, ob das klappt, ob wir dann nicht eventuell nach außen gehen müssen und die Auflage etwas kleiner wird. Das sehen wir dann. Ich bin gleich wieder da und tue jetzt erstmal den großen Mittelstreifen kürzen und mal schauen wegen den Schienen und den Blades. Ja, der Mittelstreifen ist weg. Das hat jetzt ganz gut geklappt. Jetzt zeige ich euch das nochmal hier aus der Nähe kurz. Und zwar schaut es dann so aus, dass ich eben, wie gesagt, das Ganze umgekehrt reingesetzt habe. Und ihr seht dann, sind hier nochmal so zwei Noppen breite Plates über den kompletten Streifen. Und dieser Streifen wird dann praktisch hier unten mittig reingeklipst. Und dadurch wird das Ganze oder damit ist das Ganze verbunden. Und wenn wir es jetzt wieder hier reinschauen, ich hoffe, man sieht es vielleicht, dass da eben dieser Bogen drin ist, der die Stabilität bringt von der Brücke. Ja, wie gesagt, ich kürze und dann melde ich mich wieder. Ja, der Bogen, das Hauptstück, die Hauptstütze, kann man sagen, ist jetzt fertig angepasst und gebaut und auch gekürzt. Ich habe jetzt, wie ihr seht, hier vorne das ein bisschen angepasst von den Steinen her und auch auf der anderen Seite. Ich habe dann die einzelnen Stangen nochmal zusätzlich mit Pins verstrebt, damit es auch stabil ist. Und man sieht hier, wie gesagt, deutlich diesen Bogen, sorry, den Bogen da drin, und das ist das Wichtigste an der Brücke, damit dann auch die Stabilität gewährleistet ist und damit es nicht nachgibt. Jetzt haben wir nur noch die Schienenstücke, die hier raus müssen. Ich habe die kleinen Stücke jetzt hier schon rausgesucht und dann können wir hier auf der Seite noch die 8 Noppen rausmachen, die Plates im Prinzip. Das mache ich jetzt schnell, dann fange ich an mit Anbauen und zeige euch dann natürlich das Ergebnis. Ja, die Brücke ist fertig, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt erstmal aus der Perspektive von der Weite mal einen Blick hier reingesetzt. Es geht voran, es schaut ganz gut aus. Es hat jetzt alles gut geklappt. Ich habe unten den Mittelsteg wieder reingemacht. Ich habe die Seitenteile wieder angebaut und angeklipst. Und es ist jetzt ganz gut geworden. Ich habe jetzt auch in der Mitte nochmal 2x4 Plates rein zwischen den
Gleisen. Ich habe hier oben gar die Lücken geschlossen. Hier haben teilweise einmal zwei Blades gefehlt. Und jetzt fehlen mir hier unten nur noch ein paar kleine Fliesen. Da habe ich keine mehr da. Einmal vier Fliesen muss ich da bestellen. Auf der anderen Seite sind sie alle ziemlich drin. Und so schaut jetzt die Brücke aus. Es ist gut geworden. Ich bin richtig zufrieden. Und ihr könnt auch hier hinten sehen, ich habe jetzt auch schon mal die Schienen hingemacht. Und es hat auch alles hier tadellos funktioniert. Der 72er Radius, der ist jetzt zwar nur grob hingelegt, aber es hat geklappt. Ich habe hier hinten zwei Noppen weggemacht von der Schiene, damit es aufgeht. War jetzt auch keine große Aktion. Das Wichtige ist jetzt, dass trotzdem alles hier so funktioniert, wie es sein soll. Und dass wir hier einen sauberen Übergang reinbekommen. Es ist jetzt auch von der Auflage der Brücke alles ganz gut geworden. Will ich mich mal hinknien, dass wir es von unten anschauen, das Ganze. Es ist jetzt natürlich im nächsten Video dann so, dass wir das hier anpassen werden. Eventuell durch vielleicht trotzdem diese Steinreihe ein, zwei nach hinten setzen, damit wir einen sauberen Übergang bekommen. Und wir werden im Video dann diese komplette Felswandstück hier gar fertig machen, die Lücke schließen. Ich hoffe jetzt nur, dass meine Inverted Slopes auch reichen, um das hier gar sauber fertig zu bekommen. Aber da fällt mir bestimmt auch eine Lösung ein. Ja, so ist momentan der Stand. Dann möchte ich nochmal mit euch jetzt hier rumschwenken und auch zeigen, dass hier einiges beim Abbauen vorangeht. Es sind hier wieder einige Schienenstücke weg. Den Bahnsteig haben wir mittlerweile weggebaut und es soll ja dann hier auch umgebaut werden. Ich habe inzwischen auch den Schrank, der hier noch fehlt. Das ist ein 60 cm breiter Schrank. Der ist auch mittlerweile da angekommen. Und dann sind wir wieder beim Thema Inverted Slopes. Ich könnte natürlich welche bestellen. Die Klemmbausteinwelt liefert ja ganz schnell. Ich möchte aber momentan nicht mehr bestellen, weil ich ein gewisses Budget einfach nicht überschreiten möchte. Könnte, möchte aber nicht. So, also soll jetzt kein Jammern sein, dass das Geld nicht reicht. Es sind genug Steine da, ich kann genug bauen. Und wir werden auch in der nächsten Zeit noch sehr viel hier machen. Ihr könnt auch hier hinten die Lok sehen, da komme ich gleich noch mal dazu. Ja, wie gesagt, hier auf der Seite soll es ja dann auch irgendwann weitergehen. Das ist alles in Planung und es schaut hier manches auch recht chaotisch aus. Jetzt will ich euch die Ecke hier noch mal zeigen. Hier stehen so meine Boxen rum, wo ich dann immer fleißig am Sortieren bin. Hier ist noch ein langes Schienenstück, das noch zerlegt werden soll. Und ja, es ist so einiges, was zwischendurch gemacht wird. Dann habt ihr im Video geschrieben, im letzten, wegen dem Boot und der Bucht. Ja, da müssen wir mal gucken, ob das Boot, es ist wirklich sehr groß, wie ihr geschrieben habt. Wir sehen uns das an, wenn wir dann so weit sind, wenn dann das Ganze ans Verhübschen geht, dann können wir noch mal gucken, wie wir das gestalten. So, und jetzt machen wir eins. Wir fahren jetzt die erste Zugfahrt über die neue Brücke. Ist nur eine kurze Fahrt. Aber wir können sehen, dass es funktioniert. Ich bin auf Fahrstufe 1 und es klappt wunderbar. So, das war die Premiere für die erste Zugfahrt. Wir lassen die Lok noch im Bahnhof reinfahren, dann bleiben wir hier stehen. Bis die nächste Zugfahrt kommt, wird wohl wieder ein bisschen noch dauern, bis eben hier auf der anderen Seite das Ganze gar abgebaut ist und umgebaut ist. Aber ich bin dran und versuche mich zu beeilen. Okay, das war's dann für heute. Ihr könnt mich gerne unterstützen, Links verwenden, den Thanks-Button benutzen. Ansonsten lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.